Hallo und herzlich willkommen hier in der Herbstbastelwerkstatt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so einen Hirsch basteln könnt. Dazu benötigt ihr eine große Kastanie, eine große Eiche mit Hut, 5 Zahnstocher und 4 Streichhölzer. Als Materialien zum Bearbeiten benötigt ihr einen kleinen Bohrer und eine Streichholzschachtel. Die nehmen wir zum Anzünden, also die Reibfläche, damit dann die Kappen schon angebrannt sind und sie nicht so leicht entfachen, falls ihr das dann irgendwo hinstellt und doch mal irgendwie viel Hitze dran kommt. Und dann fangen wir auch schon an. Ich nehme jetzt erst die große Kastanie und bohre 4 Löcher für die Füße hinein. Ich nehme mal den größeren Bohrer. So, das erste Loch. Es geht bei den Kastanien eigentlich einfacher. Es geht jetzt bloß so schwer, weil die schon etwas älter sind. Und da ist das schon etwas härter, die Kastanie. Aufpassen, dass er nicht abrutscht. So. Jetzt nehme ich die Streichhölzer und entfache die. Das lasst ihr am besten von euren Eltern machen, wenn ihr noch etwas kleiner seid, damit ihr euch da nicht irgendwie anbrennt. Ihr könnt sonst aber auch, falls eure Eltern keine Zeit haben, einfach einen Schachlegspieß nehmen. Ich mache das jetzt bloß, weil das dann hier schöner aussieht mit den Hufen, aber das braucht man nicht unbedingt. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und das Bein Nummer 4. So, jetzt schaue ich, ob das von der Länge passt oder ob ich irgendwann etwas abbrechen muss. So, das passt. Passt auch. Und so. Und so. Das sieht jetzt hier hinten natürlich etwas wackelig aus. Das hätte man vielleicht etwas mehr zusammen machen müssen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man es dann etwas besser. So, das mache ich jetzt nochmal raus, damit ich den Kopf gut anbohren kann und hier nichts zerdrücke. Jetzt schaue ich erstmal, ich will mir den Kopf ungefähr so hin machen. Deshalb brauche ich ungefähr hier ein Loch. Guck, dass es auch schön mittig wird. Und bohre hier wieder. So, das war das Loch hier. Und jetzt bohre ich hier in die Eiche mit dem kleineren Bohrer, weil es etwas zerbrechlicher ist, die Eiche. Auch ein Loch rein. So. Jetzt nehme ich hier den Schachlikspieß, stecke ihn hier rein, schaue, dass ich den ungefähr hier abbrechen muss und jetzt schaue ich, ob es auch gut passt. So, das sieht jetzt schon erstmal ganz gut aus. Das könnte man jetzt auch sehr gut als Hirschkuh nehmen. Sonst auch noch den Hutband machen, falls man das so schöner findet als Hirschkuh. Aber ich will ja noch einen Hirsch machen, deshalb mache ich mir jetzt noch einen Geweih.
Da stelle ich jetzt erstmal den Heißkleber an und danach zeige ich euch, wie ich das Gewand mache. Bis gleich. So, der Heißkleber ist jetzt warm und jetzt machen wir weiter. Ich ziehe jetzt erstmal den Kopf ab und stelle meinen Hirsch weg. Jetzt nehme ich hier den Kleinbohrer, das ist ganz wichtig, weil sonst geht der Eichelhut und die Eichel kaputt. Jetzt mache ich hier etwas vorne. So, ungefähr hier. Ich nehme jetzt doch noch mal einen kleinen größeren Bohrer. Wie schon gesagt, meine Materialien sind etwas älter und da bohrt sich das nicht mehr allzu gut. So. Und jetzt gleich durch. Jetzt so Loch Nummer 1. Ich stecke mir jetzt hier was rein, das müsst ihr nicht machen. Das ist bloß, weil mein Eichelhut jetzt abgegangen ist. Damit der Eichelhut immer noch gut auf der Stelle hält und ich dann mein zweites Loch auch gut einbohren kann. Das ist aber nicht so wichtig. Wenn euer Hut gut hält, dann braucht ihr es auch nicht. So, fertig, wieder ausziehen, so, jetzt habe ich hier zwei Löcher und im Hut auch und dann wäre das jetzt erstmal, dort kommt dann später mein Geweih rein. Jetzt mache ich aber mit dem Geweih weiter und dazu nehme ich mir jetzt hier so einen Zahnstocher, tu schauen, dass der so hier reinkommt. So langsam mein Geweih sein, deswegen breche ich das jetzt hier durch. Das ist jetzt ungefähr fast die Hälfte ist das. Und jetzt nehme ich mir das erstmal. Jetzt breche ich mir mein zweites auf die gleiche Länge. So. Und jetzt will ich hier dieses Geweih machen. Zu meinen Herren. Und jetzt, wie ihr hier sehen könnt, brauche ich jetzt hier den langen, die habe ich jetzt schon. Und jetzt brauche ich hier noch einen kleinen und noch einen etwas längeren. Und dann tue ich hier Heißkleber dran machen und dann klebe ich diese zwei hier fest. So, das stecke ich jetzt mal hier zurück. Und jetzt nehme ich hier den Kopf. Nein, den brauche ich jetzt nicht. Sorry, das ist verrückt inzwischen. Den brauche ich jetzt nicht. Und jetzt breche ich mir hier ein kleines Stück ab. So, jetzt kommt der schwierige Teil. Dazu nehme ich meine Pinzette, damit ich mir nicht die Hände verbrenne. Und jetzt breche ich mir noch ein kleines, größeres Stück ab. Das wird jetzt ungefähr so lang. Und jetzt nehme ich den hier, fasse den an der stumpfen Seite an, weil die spitze Seite soll ja dann rausschauen und deswegen muss hier das Geweih dran. So. Jetzt mache ich hier die Heißkleber dran und nehme jetzt meinen Stiel. So, jetzt klebe ich hier den Durchlänger dran. So, das muss jetzt trocknen, aber ich klebe jetzt auch gleich den zweiten dran, da brauche ich doppelt den Heißkleber zu nutzen. So, das wäre jetzt hier mein eines Geweih. Das
richte ich jetzt nochmal kurz. Und das ist erstmal trocken. Aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt, weil der Heißkleber ist wirklich sehr heiß. Das tut dann auch weh. Und jetzt mache ich mir hier wieder ein kleineres ab. Ein etwas längeres. Das muss man auch, kann man noch etwas gucken. Das ist ungefähr gleich groß wie das andere, falls man es wegen technisch verwenden will, das Geweih, die zwei Geweiß. Damit das dann auch schick aussieht. Ist hier wieder viel Heißkleber dran. So. Nehmen wir meinen längeren Stiel. Halt ihn etwas fest. Damit ihn nicht gleich umkommt. So, jetzt kann ich den zweiten machen. So, und das wäre jetzt mein zweites Geweih. Das wäre jetzt auch fertig. So, und jetzt kommen wir dazu, nachdem die etwas getrocknet sind, mache ich die jetzt hier rein in den Hut und dann sieht das später so hier aus und dann kommt das noch wieder hier drauf und dann ist unser Hirsch auch schon fertig. Ich muss jetzt, da mein Hut hier abgegangen ist, nochmal schauen, wie der gerade drauf kommt. So, passt doch. Nämlich das Geweih, was schon etwas länger getrocknet ist. In der Hoffnung, dass das schon etwas härter ist. So. Drehe mir das so, wie ich es schick finde. So. Jetzt mein zweites. Ebenfalls reinstecken. Richtig, die beiden nochmal. Jetzt bemerke ich gerade, dass ich hier das etwas schräger bohren könnte, damit es schöner aussieht. So, das müsste reichen. Hier die Seite auch. So. Mein Hut wieder zurechtschicken. Ich glaube, der ist jetzt nicht so ganz schön geworden. Aber ich hoffe, wie das Prinzip funktioniert, habt ihr jetzt mitbekommen. Und könnt so einen Hirsch, der dann vielleicht auch etwas schöner aussieht, so wie der hier, nachbasteln. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Video.